Und das ist ganz wichtig, dass man versteht, dass da ein Unterscheidungspunkt zu vielen anderen Systemen ist. Ja? Man ist hier in der absoluten Oberhand des Prozesses. Ne? Also man hat selber den Prozess inne, selber das Geld auf dem eigenen, selber angelegten Treuhandkonto liegen. Ja? Und unser Werkzeug hilft lediglich, diese Gelder zu verteilen. Ja? Unser System übernimmt das gesamte Management und die Steuerung und Verteilung von allen Beträgen. Das heißt also, in dem Augenblick landet es nicht sofort auf dem Konto des Teilnehmers, ja, sondern das wird je nach Region unterschiedlich gehandhabt, aber die meisten Regionen machen wöchentlichen Buchungslauf. Das heißt also wöchentlich, meistens montags, wird der Buchungslauf gestartet. Das heißt, bei uns im System gibt es eine Funktion, mit der man sagt, ich möchte jetzt über alle Transaktionen, die in den letzten 7 Tagen waren, die Abrechnungsdokumente erstellen. Dann werden für jeden Händler, Dienstleister oder Gastronomen Rechnungen, Abrechnungsdokumente erstellt, die halt auch buchhalterisch wichtig sind, wo ich dann sage, du hast folgende Gutscheine eingelöst, du hast vielleicht auch folgende Gutscheine ausgestellt. Eine Gebühr wird für alle akzeptierten Gutscheine fällig und dann gibt es eine Summe und die wird dann ausgeschüttet oder eingezogen. Es kann in beide Richtungen sein, je nachdem, ob der mehr verkauft hat an Gutscheinen oder mehr eingelöst hat. Ne? Das kann in beide Richtungen laufen und das wird mit wenigen Klicks im System, das zeigen wir auch später mal noch, dann halt im Endeffekt verbucht. Das Treuhandkonto, wo ja das Geld liegt, wird bei uns im System einmal verknüpft, aber für jeden Buchungslauf, der zum Beispiel montags stattfindet, muss eine Autorisierung durch denjenigen, der auf diesem Treuhandkonto eine Autorisierung hat, durchgeführt werden. Also unser System macht dann 50 Vorschläge, ne? Und die sieht man alle und dann ist ein Knopfdruck, dann geht es an unseren Partner, das ist in dem Fall die FinAPI, das ist eine Schufa-Beteiligung, die solche Bankschnittstellen entwickelt, ne? Und dort werden alle 50 Transaktionen in einem Schwung eingestellt, nochmal angezeigt und dann ausgelöst, indem man einfach sagt, identifiziere mich, dann gibt es die Zwei-Faktor-Autorisierung, wie man die vom Online-Banking kennt, und dann wird es ausgelöst. Und dann werden die automatisch verbucht. Ich würde mal sagen, so ein Buchungslauf mit Kontrolle und ein bisschen drüber gucken, ist ungefähr 10 Minuten. Das ist also der Aufwand, der für diesen ganzen Prozess, inklusive allen Rechnungen, allen Dingen, die erstellt werden müssen, pro Woche, wenn ich es wöchentlich mache, anfällt. Alles andere ist automatisiert und alle Beteiligten haben dann auch ihre Abrechnungsdokumente direkt online verfügbar. Also da muss ich jetzt auch nichts mehr ausdrucken oder irgendwo hinschicken oder so. Das ist alles erstellt. Ne? Das heißt also, ein sehr zügiger Prozess. Ne? Also das fängt beim Onboarding an, des Händlers, Gastronomen, Dienstleister, alles digital. Das zeigen wir ja auch gleich mal. Ja? Das ist ein komplett digitaler Prozess und aber auch in der Abwicklung komplett digital. Wir können dort kein Geld wegnehmen und damit irgendetwas tun. Geld liegt lokal. Was auch immer da übrig bleibt, weil Gutscheine nicht eingelöst werden, wird lokal genutzt. Der Betreiber bestimmt über die Verwendung dieses Geldes und sagt auch wann, auch noch ein wichtiger Punkt, nämlich nicht unbedingt nach 3 Jahren. Ja, ich meine, jeder von Ihnen hat schon mal einen Gutschein irgendwo hingebracht und vielleicht auch mal gesagt bekommen, ah, der ist aber nicht mehr gültig. Da ärgert man sich logischerweise. Ne? Aber wenn ich jetzt wieder sage, ich bin Stadtmarketing, was habe ich denn überhaupt für eine Motivation, es unbedingt direkt nach 3 Jahren diesen Gutschein zu entwerten? Ich kann ihn auch 5 Jahre laufen lassen. Ne? Also, ne, ich kann ja vielleicht sogar nach 3 Jahren, wenn es ein digitaler Gutschein ist, oder auch nach 2 Jahren da mal eine Pop-up-Nachricht aufgehen lassen, hey, du hast noch Guthaben drauf. Ja, also ich kann ja etwas dafür tun, dass dieser Umsatz wirklich in der Region landet. Das ist ja meine Idee und meine Initiative. Und das kann man bei uns alles einstellen. Also man kann einfach sagen, nach 5 Jahren oder nach 6 Jahren oder auch nach 3 Jahren, das ist ja aber das Minimum, ja. Möchte ich jetzt mit den verfallenen Gutscheinguthaben irgendetwas tun? Ja? Ein System, was von den verfallenen Gutscheinen profitiert, wie sehr viele unserer Marktbegleiter, hat ja keinerlei Interesse daran, dass Gutscheine eingelöst werden. Wenn wir gefragt werden aus einer Region, hey, ich habe eine super Idee, wie wir noch mehr Gutscheine einlösen können, dann sagen wir, cool, machen wir. Also idealerweise bleiben vielleicht nur 10% über. Und die nutzen wir aber dann für was Lokales. Ne? Also, ja, und dann haben wir dann ist das Ding komplett, und zwar für die Region.